Hey ha und willkommen zur Halloween YouTube Show 2023. Viele YouTuber haben sich zusammengeschlossen, um Videos rund um das Thema Horror zu machen. Und ich freue mich sehr, dieses Jahr daran teilnehmen zu dürfen. Also, bevor das Video hier startet, verweise ich euch noch auf die Playlist, die unten in der Infobox und oben im i zu finden sein wird. Vielleicht findet ihr dort ja das ein oder andere Spiel, was ihr selber auch schon gespielt habt oder gerne mal ein bisschen mehr von sehen möchtet. Und damit würde ich sagen, los geht's! Meine Damen und Herren, heute möchte ich Sie auf ein Abenteuer in den Schlund entführen. Irgendwo draußen auf dem weiten Meer gibt es einen magischen Ort, wo zwar keine Milch und Honig fließt, aber man schlemmen können soll wie ein König oder gar Kaiser. Dort gibt es nichts, was es nicht gibt, und böse Zungen behaupten, dass hinter der Fassade einiges in Argen liegt. Aber ich kann euch versichern, dies ist gewiss nicht der Fall, denn wer würde es schon wagen, zu behaupten, dass hier nicht alles mit rechten Dingen vor sich geht. Es war einmal ein kleines Mädchen, gekleidet in einem gelben Regenmantel. Aufgewacht, an einem ihr unbekannten Ort, wuchs die Neugierde des Mädchens und sie entschied sich dazu, diesen zu erkunden. Die Einrichtung des Ortes wirkte dunkel, düster und unbehaglich. Sie konnte ja nicht ahnen, dass sie das zweite Gesicht des Schlundes zu sehen bekam. Die Seite, die die Gäste niemals kennenlernen würden. Aber sie selbst war ja auch kein Gast auf diesem Schiff. Oh nein. Manche würden eher behaupten, sie sei wie eine lästige Fliege. Doch dazu später mehr. Das kleine Mädchen, wir nennen sie einfachheitshalber Six, begann diesen Schlund zu erkunden. Waffen hatte sie keine dabei. Aber womit soll sie sich auch schon wehren, wenn alles um sie herum so viel größer und schwerer war als sie selbst? Kämpfen konnte sie wohl kaum. Wem will sie denn schon etwas antun? Die kleine Six machte am Anfang die Begegnung mit dem Hausmeister des Schlundes. Ein zuverlässiger Geselle, der sich immer um alles kümmerte, was getan werden musste. Er hat sich gern die Hände schmutzig gemacht und langte auch gerne zu. Was natürlich auch daran lag, dass er ziemlich lange Arme hatte. Er kümmerte sich auch gerne um das Rattenproblem, wobei ihm das kleine Mädchen Six wohl genau wie eine Ratte vorgekommen sein musste. Denn er war zwar blind, aber gewieft. Hatte er das Rädchen gefangen und weggesperrt, konnte sich unsere kleine Heldin doch noch daraus befreien und weiterhin diesen wunderschönen Schlund erkunden. Dass der Hausmeister hinterher gefeuert werden musste, nun, das ist eine andere Geschichte. Manche behaupten ja, dass sie ziemlich geschickt darin war, Möbel zu rücken, zu klettern, kleine Rätsel hier und da zu lösen und sich sehr gut in der Dunkelheit zu verstecken. Dabei ist der Schlund doch kein Ort, an dem man Angst haben müsste. Oder sehen diese beiden grandiosen Köche etwa so aus, als würden sie irgendjemanden etwas antun? Natürlich nicht. Die Gäste hier sind wie eh und je zufrieden mit dem, was sie bekommen. Übrigens arbeiteten die beiden Köche an dem nächsten Festmahl. Man ist herzlich zu der Schlemmerei eingeladen. Doch so undankbare kleine Wichte wie dieses Mädchen jagt man besser aus der Küche. Die wollen einem doch nur das gute Essen stehlen. Apropos Hunger. Auch das kleine Mädchen musste mal was essen. Und so lieb und harmlos oder doch sehr unschuldig, wie sie wirkte, war sie gar nicht. Man würde ja behaupten, hier gäbe es genug zu essen. Doch warum muss sie sich dann an einen der Gnome zu schaffen machen, statt die Wurst zu nehmen, die ihr angeboten wurde? Unverschämt. Dabei sind die Gnome so nützlich. Oder etwa nicht? Nun, darum geht es nicht. Aber bezüglich Personal müsste man vielleicht doch nochmal gucken. Nicht, dass die Angestellten hier selber ihre Dinge regeln. Auf Arten, die im Schlund nicht wünschenswert wären. Vornehm und ausgestattet mit vielen Porzellanpüppchen, Schaufensterpuppen und zerbrochenen Spiegeln. Ja, so lebt die Herrin des Schlundes in diesen Gemächern. Böse Zungen würden sagen, sie hätte etwas zu verbergen, gar zu verstecken oder wollte etwas nicht wahrhaben. Doch ihre Inneneinrichtung war einfach einzigartig. So erkannte dies auch Six, die sich unerlaubt Zugang zu diesen Räumen verschafft hatte. Vielleicht war es der Neid.
selbst nicht einmal ein Rädchen im Schlund zu sein. Vielleicht auch unersättlicher Hunger? Oder etwas ganz anderes, was weder die Gäste noch die Herren selbst erahnen konnte. Das kleine Mädchen entdeckte die Herren des Schlundes und stellte überrascht fest, dass dessen Fähigkeiten doch magischer Natur waren. Doch unsere Heldin, war sie wirklich eine? War wie eh und je gewieft. Hatte sie es schon so weit geschafft, würde sie nun ihren Weg auch zu Ende gehen. Die Herren wollte die lästige Fliege loswerden, doch das kleine Mädchen war ja so geschickt, dass sie der Herrin ihr wahres Angesicht zeigte und diese nicht ertragen hatte, was sie im Spiegel zu sehen bekam. Was dann aus der Herrin geschah? Nun, man weiß es nicht genau. Manche behaupten, sie sei einfach verschwunden. Andere behaupten, sie wäre noch hier, ließe sich nur nicht mehr sehen. Doch was die Wahrheit ist? Nun, was manche Augen zu sehen bekommen, muss nicht immer weiter erzählt werden. Fakt ist nur, dass es in letzter Zeit ziemlich ruhig in diesen Gemächern geworden ist. Eine jede Reise findet schließlich ihr Ende, so auch unsere Geschichte hier. Was könnte das passende Happy End für unsere kleine Heldin sein? Etwa, dass sie sich den Weg durch die Gäste bahnte, die diese anscheinend essen wollten? Dass unsere Gäste im Schlund hier etwa bösartig wären? Nein, natürlich nicht. Sowas täten die Gäste des Schlundes doch gar nicht. Ebenso wenig würde das Mädchen diesen etwas antun können, nicht wahr? Ich meine, wer war sie schon? Wohin auch immer die Reise des Mädchens sie noch führen würde. In den Geschichten heißt es nur, wer den Schlund jemals betritt, kommt nicht wieder hinaus. Oder etwa doch?